Jo, und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Wir gehen jetzt erstmal richtig rein in dieses Let's Play mit unseren armenischen Jungen hier, unseren König aller Könige. Wer weiß, wohin es gehen wird mit ihnen. Zurzeit freut er sich sehr darüber, dass er seinen Rivalen und Nachbarn hier besiegt hat. Der hier drüben, also hier der oben. Ich mag seinen Namen noch nicht ganz auszusprechen, aber ja, er hat einen Angriffskrieg gegen uns geführt, er hat verloren und unser 15-jähriger Mann hier, der ist doch sehr erpicht darauf, vielleicht irgendwann mal zurückzuschlagen. Damit gehen wir rein in dieses wunderschöne Let's Play. Ich werde hier nochmal die Pose rausnehmen, weil die vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Default. Und auch der bekommt einmal Default, dass es einigermaßen wieder geht. Denn er sitzt nicht blutend irgendwie zu Hause. Nein, ihm geht's relativ gut. Aber wir sehen hier schon, Meinung von euch über euch. Jeweils nicht so gut. Er hat hier den Angriffskrieg gegen uns geführt. Wir haben 5 Jahre Waffenstillstand gegen ihn, mit ihm. Und dann mal schauen, ob wir uns da nicht revanchieren werden an ihn. Wir haben hier auch schon einige Bereiche, die uns gehören und sind König der armenischen Fürstentümer. So, ich habe das Spieltreffen schon in Auftrag gegeben in der vorhergehenden Folge und wir gehen jetzt da mal rein und haben hier unsere ersten Dinge. An den Güteprinz Brikisho von den armenischen Fürstentümern. Allzu gerne nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Meine Nichte Garda verlobt sich mit euch. Ja, unser apostolischer Nachbar, armenischer Nachbar. Sehr gut, das finden wir klasse. Das ist ein Bündnis hier, das uns wahrscheinlich weiterhelfen mag. Spieltreffen. Alle sind hier. Als all die kleinen Fürsten und Damen in den Raum geführt werden, werde ich immer ausgelassener und fröhlicher. Ich bin begeistert, dass meine Verwandte Berionurisch und Mikranurisch, Tochter von Ratsspitze Gräfin Leli, beide gekommen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Husanik, Tochter von meinem Ratsmarschall Graf Betros, das auch geschafft hat. Also es hat durchaus mit Politik hier zu tun, was hier geschieht. Auch mit seinen 15 Jahren weiß er das. Gucken wir mal kurz auf seinen Vater. Das machen wir gleich. Gucken wir mal ganz kurz auf seinen Vater. Er ist 71 Jahre alt geworden, ist ehrgeizig gewesen, hat hier sogar mehr Trades gehabt, als das Spiel eigentlich vorsieht. Ne? Normalerweise 3 Stück. Er hatte hier 4 Stück drin und war sogar Zyniker. Hat sich bei uns aber gar nicht etabliert. Er hat hier eine sehr, sehr junge Frau nochmal genommen, mit denen er überhaupt erst dieses Kind hat zeugen können, das eben wir sind. Ne? Also... auch das gibt es. Und wenn wir hier auch nochmal auf die Geschichte gucken. Ja, sein Vater war Prinz Arschot, der armenische, ja, von den armenischen Fürstentümern. Extrem gute Werte gehabt. Auch ein Zyniker, was ich interessant finde. Aber dieser hat hier diese Region befreien können in Unabhängigkeitskriegen. Vater, Mutter, Kind spielen. Meine Freundin Lamara tritt mit einem Haufen Tuch in den Armen an mich heran. Als sie ihn vor mir auf den Boden fallen lässt, merke ich, dass es Gewandungen sind für Erwachsene. Lasst uns Vater, Mutter, Kind spielen. Okay, er ist eine Freundin von uns, ja offenbar, tatsächlich. Beziehungen, Freunde, tatsächlich. Können wir sie auch mal anpinnen, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und nur dann werden wir da einfach mal mitspielen, auch wenn wir vielleicht ein bisschen zu alt für sowas sind. Aber nun gut. Kriegen wir übrigens die Nachricht, wir haben keinen Spieler mehr. Ja, wir sind sehr, sehr jung und haben eben... ein Kind, das ist nachvollziehbar. Tapferer Ritter. Meine Halbschwester Anunsch und ich sehen zu, wie die Ritter im Hof üben, als mein Ratsmarschall Graf Betros mit einem Lächeln an uns herantritt. Was sagt ihr, ihr Kinder? Meint ihr, ihr könnt euch die Grundlagen aneignen? Oh, könnten ihr Kampfgeschick bekommen? Theoretisch schon. Ich meine, ein guter Ritter ist unser Ratsmarschall. Ist auch der Vater von einem unserer Leute hier, mit denen wir spielen, von Shushanik. Die Namen werden, die werden mich töten, diese Namen. Aber okay. Ich bin hier fast für ein Jahr. Okay, ich werde lieber auch beim Üben zusehen. Haben wir denn irgendwas? Wir sind fleißig. Würde beides bedeuten, wie ich finde. Demütig, reizend, religiöser Eiferer. Nö, ich würde sagen, ich würde das hier auswürfeln. Hä? Ich habe meine Würfel mit dabei. Ich habe mehrere dabei. Und ich nehme mal diese hier. Hallo aus Hogwarts. Schön. Das Schwert in der Hand geht nicht. Nee, das in der anderen Hand ging leider nicht. Ich würfle eine 1 von 6. Das heißt, wir nehmen die obere Entscheidung und sagen ja. Versuchen hier unser Kampfgeschick zu erhöhen. Das haben wir geschafft. Wir haben mit 15 Jahren damit 10 Stück. Das ist gar nicht schlecht. Und da fällt mir was ein, was ich auch noch zeigen wollte. Mal schauen, ob das noch vorhanden ist.
Markttag. Meine Freundin Lamara und ich sind in der Meinung, dass das Handelstreiben eine wichtige Fertigkeit ist, die Adlige erlernen sollten. Daher haben wir beschlossen, den örtlichen Markt in Haik zu besuchen. Wir haben zwar nur ein paar Kiesel zu bezahlen, aber sie glänzen so toll und schön. Okay, also auch hier eine Möglichkeit, dass wir uns weiterentwickeln könnten. Hier rastet etwas total aus. Okay, da könnten wir irgendwas bekommen, seht ihr das? Irgendein Holzspielzeug oder so, oh Gott. ich würde gerne ein paar Waren erstehen. Ja, wir könnten Anspannung verlieren, weil wir fleißig sind. Mhm. Oder bauen wir uns einen eigenen Stand auf. Geübter Handel für 10 Jahre. Nicht schlecht. Ihr müsst mir geben, was ich will. Ich bin vom Stand. Nee, das wird er nicht machen. Er ist nicht arrogant. Er ist durchaus selbstbewusst, aber nicht arrogant. Das heißt 1 oder 3. Da werde ich würfeln. Wobei fleißig spricht fast schon dafür, dass er das selber macht, ne? Wobei, bauen wir unseren eigenen Stand? Das klingt auch so, als würde er es selber machen. Ich würfle wieder. Würfle eine 6 von 6, das heißt das untere. Einige der Händler gehen auf euch ein und kaufen euch eure Kiesel mit Blättern ab. Ach schön, irgendwie nett. Wir bekommen geübter Handel für einige Jahre. Und wir nehmen das natürlich mit, wenn wir können. Der Spaß geht zu Ende. Es tat gut, eine Weile lang alle Verantwortungen zu vergessen und Zeit mit anderen Kindern zu verbringen. Doch mir wurde gesagt, dass ich jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren muss. Wir hatten alle so viel Spaß. Hoffentlich können wir das bald wieder einmal machen. Bis zum nächsten Mal. Wir bekommen einiges an Prestige. Und was mir da einfällt, könnten doch bestimmt irgendwann auch, guck mal, Hügelspezialisten anwerben. Mhm. Ja, auch etwas, was aufgrund unserer Kultur passieren kann, dass wir sowas einladen können. Nicht schlecht. Ein Befehlshaber mit diesem Perk. Mhm. So, wir könnten ein Artefakt in Auftrag geben. Da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber sonst können wir gerade noch nicht mehr machen. Denn Artefakte. Wir haben einen Königshof. Und zwar einen wunderschönen, wie ich finde. Und es gibt hier ein Artefakt. Ich glaube, ich sehe es auch schon. Nämlich ein gar nicht so unbedeutendes Artefakt, das auch historischen Wert besitzt. Den übrigens auch unser Großvater in dem Game schon hatte, den ich vorhin kurz gezeigt habe. Arschot. Nämlich rede ich von diesen hier. Nein? Oh, nein. Ist nicht mehr? Schade. Tatsächlich nicht, wir haben es nicht mehr. Wir hatten nämlich etwas von Jesu. Ich mag gerade nicht mehr genau sagen, von was genau es war. Hier ist noch der Wandteppich von Prinz Zimbat, einen, dem Gründer der Dynastie. Ein großer Wandteppich aus Lammwolle von meisterhafter Machart. Ein wunderschöner Garten wird auf dem Stoff dargestellt. Das Gras ist grün, die Blumen sind bunt und üppig, die Bäume reichen in den Himmel und hängen voller Früchte. Ja, genau, das haben wir. Schade, das hätte ich gern einmal gezeigt. Vielleicht kriege ich das ja irgendwann nochmal in der anderen Episode hin. Arm des heiligen Georg haben wir auf jeden Fall ja auch noch. Aber schade, 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 dass es das nicht mehr in unserem Hof gibt. Ärgerlich. Naja, da sitzen wir, bisher niemand neben uns, in einem doch sehr luxuriösen Hofe. Auch hier können wir ein Fürstengebäude irgendwann errichten. Wer weiß, wo uns das hinbringen wird. In Innovation sind wir übrigens auch schon im Frühmittelalter. Und haben hier keine besonderen Innovationen, die es nur für uns gibt. Zumindest bis hierher nicht. Ich weiß nicht, ob das später nochmal kommt. Ich glaube nicht, ne? Nö. Gut, machen wir weiter. Noch 4 Monate, 5 Monate, dann wird er erwachsen. Und dann wird er hier sicher auch einiges ändern. Das Kätzchen. Als ich unter den anstrengenden Augen von Graf Koba draußen spiele, höre ich plötzlich ein Geräusch. Es ist leise und schwach, aber dennoch zu hören. Ich schaue in jede Hecke, unter jeden Stein, in jede Richtung und da ein winziges Kätzchen sitzt ganz allein unter einem Dornenbusch. Mhm. Wir könnten sagen, es ist unsere Katze. Wir haben schon einen Hund. Ja, offensichtlich mag er Tiere. Hier, Latravi. Wir könnten es jemandem schenken, aber zu der haben wir jetzt keine ganz besondere Meinung. Wüsste ich nicht, warum er das machen sollte. Er ist jetzt nicht irgendwie großzügig oder so. Nee, das nehmen wir uns. Wir bekommen eine Hauskatze. Jetzt haben wir Katze und Hund. Na, ob sich das so verträgt. Wie wollen wir dieses Tierchen nennen? Wir dürfen gerne Leute in den Kommentaren einen Namen reinschreiben. Und der Erste, der da aufblinkt, den nehme ich. Oh, diesmal gehen wir ganz... Mini-Lord hat einmal Vorzug heute, wenn er hier kommentiert. Denn letztes Mal wurde er außer Acht gelassen. Als die Katze auf meinem Schoß sitzt und zufrieden schnurrt, überlege ich, welchen Namen ich ihr wohl geben soll. Einen historischen vielleicht? Einen, der sich auf ihr schwarzes Fell bezieht. Einen, der das beruhigende Gefühl beschreibt, das mich überkommt, wenn ich sie hinter dem Ohr kraule. Ich
Ich weiß. Ich habe den perfekten Namen und sie heißt Spikey. Oh nein, mein Beileid. Gott. Gut, aber ein fantastischer Name für dieses kleine Kätzchen. Wunderbar. Spikey. Dann haben wir einmal Spikey und haben Naseweiß. Die können wir beide streicheln. Gucken, ob die sich nicht irgendwann gegenseitig auffressen möchten. Ein Cousin wurde gefangen genommen, eine Cousine genau genommen. Und zwar hier an unserem Nachbarort. Das werden wir mit Argusaugen verfolgen, so etwas. Aber für den Moment sind wir da auch irgendwie noch nicht ganz Ansprechpartner für solche Angelegenheiten. Ich weiß auch gar nicht, wer unser Vormund ist. Unser Vormund ist Graf Koba, Vasall und Ritter. Ah, okay. Er ist übrigens ein Bastardgründer und blau. Eine Mischkultur wurde geschaffen, das interessiert uns nicht. Und euer Ratskanzler wird nicht mit den Vasallen fertig. Apropos Rat, da haben wir noch gar nicht reingeguckt. Wir haben hier einen Erzbischof, der an unserem Hofe herrscht und uns unterstützt. Ist auch unser Großalmosinier und hat hier Perks, die eigentlich ganz gut sind. Er ist keusch, mitführend, ehrlich. Spindeldür, okay, ein gemachter Mann. Wir könnten hier noch andere zuweisen, aber halte ich jetzt irgendwie für Quatsch, ihn einfach auszuwechseln. Dann haben wir hier unseren Stiefpapa als Ratskämmerer. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es da bessere geben würde. Ja, gäbe es. In der Theorie schon. Bürgermeisterin. Okay, hier haben wir einen Ratskanzler, der eben schon nicht so überzeugt hat. Aber okay, er ist ein mächtiger Vasall. Den müssen wir wahrscheinlich beachten. Ah, die Bürgermeisterin würde sich hier auch sehr anbieten, aber okay. Halt mir im Hinterkopf. Dann haben wir einen sehr mächtigen Ratsmarschall, mit dem wir auch eben schon Begegnungen hatten. Graf Betros von Lori und eine Ratsspitzelin. Auch eine mächtige Vasallin, Gräfin Layli, die Pfählerin. Mit 8, eigentlich nur eine sehr bedauernswerte Person, aber was mir so aufgefallen ist, wenn wir mal gucken, unsere Vasallen, die mögen uns alle. Und zwar richtig gut. Wahnsinn. Ja, durch apostolisch, ein Tongefäß, also wohl im Inventar, dass uns noch ein bisschen Meinung gibt. Sieht man hier. Oh, da haben wir auch noch nicht reingeguckt, da können wir ja mal schauen. Wir haben eine Krone von hervorragender Qualität. Wir haben hier ein Marmorzepter von Jira. Auch wenn es schon viel ins Feld geführt wurde, ist die Spitze immer noch durchschlagsfähig. Okay, also wahrscheinlich eher sowas wie ein Stab oder so, weniger ein Kronjuwel. Dann haben wir hier ein Schmuckstück unserer Dynastie, Prestige dazu. Glaubens- und Klerus-Meinung wird besser. Und hier haben wir noch die Brosche von Prinz Samir. Eine wunderschöne Brosche von meisterhafter Qualität. Sie besteht aus einem Smaragd-Kabuchon auf einer Schließe aus Elektron. Eine winzige, aber elegante Inschrift verläuft an der Seite und widmet das Artefakt wie folgt. Prinz Samir widmet dies seinen treuen Beratern Gräfin Layli und Graf Betros. Den beiden, über die wir eben gerade geredet haben, ne? Also wird das wohl Prinz Zaramir? Tja, Zaramir, wer könnte das... Ah, unser verstorbener Halbbruder, der uns das hier alles vererbt hat. Oh ja, der hat auch alles. Melancholisch, schwer verletzt, wahnsinnig. Lisbler, Flaggeland, feige, sadistisch, demütig. Oh Gott, oh Gott. Ah, da sieht es nicht gut aus. So, wir lassen mal weiterlaufen. Wir lassen ihn erstmal erwachsen werden und dann gucken wir mal, wo es weiter hingehen wird mit ihm. Haben wir denn eigentlich theoretisch Anspruch? Könnten Krieger klären? Ja. Und er wird erwachsen an diesem Moment, wo ich darüber nachdenke, Kriege zu erklären. Die Musik. Mit der Hilfe von Graf Koba habe ich meine Studien in Sachen Ränkespiel abgeschlossen. Obgleich die höchsten Sphären des Themas mir verborgen bleiben, habe ich die Erwartungen an aller erfüllt und mehr gelernt als die meisten anderen. Als ich meine ersten Schritte in die Welt der Erwachsenen tue, erinnere ich mich zurück an einige Menschen, die einen enormen Einfluss darauf hatten, wie ich heute bin. Die Freundschaft mit Lamara. Die müssen wir auch mal anpinnen eigentlich, wenn ich das nicht schon getan habe. Ah, die habe ich schon angepinnt. Teilen durfte bedeutet mir eine Menge, als wir noch jung waren. Und es ist mir wichtig, sie auch heute noch an meiner Seite zu haben. Und ich hatte unvergessliche Momente mit Lamara. Sie hat mir geholfen, mich und die Liebe wirklich zu verstehen. Oh, eine Jugendliebe also. Ob Rasmui wohl noch weiß, was ich ihr angetan habe, als wir noch klein waren? War ein 10-jähriges kleines Kind hier. Kind eines Vasallen, okay. Ja. Prinz Brikshu, ihr seid jetzt ein Mann. Wir bekommen undurchschaubaren Intrigenspinner, einiges an Meinung und verlieren die
Sache reizend. Mhm. Brischko ist ein Meister des Ränkespiels, der Manipulation und der Geheimhaltung. Okay, aber nicht der allerbeste Kämpfer, muss man gestehen. Mhm, das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Was haben wir eigentlich für Kriegsvolk? Oh Gott, wir haben voll ausgebautes Kriegsvolk. Erklärt, warum wir so unfassbar viele Truppen haben. Nicht schlecht, aber es sind keine Kataphrakten dabei. Aber dadurch könnten wir durchaus unsere Provinzen weiter ausbauen, wenn das möglich ist. Und er wird doch aufgrund dessen, dass er jetzt erwachsen geworden ist, doch direkt mal einen Tempel finanzieren, oder? Können wir nicht. Die armenische Kultur hat die Innovation Stadtplanung noch nicht. Wir können keinen Schreiner bauen. Das ist ja ärgerlich. Wer ist denn hier kulturelles Oberhaupt? Das müssten doch wir sein, oder? Nee. Der Nachbar hier. Despot Stephanos von Chayastan. Mhm, der gehört nicht unserem Hause an. Ist verbündet mit Byzanz. Ja, gehört auch Byzanz an. Naja, nicht so schön. Okay. Wir werden zuallererst an unserem Namenstag erst einmal Hof halten und schauen, was die Bevölkerung von uns möchte. Um ein erfolgreicher Herrscher zu sein, muss ich tatsächlich über verschiedene Zwickmühlen und schwierige Situationen entscheiden, zu denen es in mein Einflussgebiet kommt. Indem ich offiziell all meine Untertanen einlade, in meine Residenz zu kommen und mich um Hilfe zu ersuchen, bleibe ich auf dem Laufenden, kann das Machtgleichgewicht erhalten und der Welt zeigen, dass ich das Sagen habe. Ja, werden die Bittsteller einmal anhören. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinen Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen drei Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Gebt den ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. So, wer ist da? Graf Artanisch der Zweite. Heretien, das ist unser Wiegerpapa. Mhm. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung für dieses Ärgernis. Es wird zunehmend klar, dass die Georgier und die Armenier einander immer ähnlicher werden. Oha, okay. Vielleicht sogar zu ähnlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir ihnen zeigen, dass wir, die Armenier, es sind, die an der Speerspitze der Innovation stehen. Mhm. Ja, ja, man muss auch sagen, die ganze Kultur ist halt sehr auf sich selbst bedacht. Deswegen würde man hier doch durchaus ihnen recht geben. Wir sind demütig. Wir sind da durchaus zufrieden, aber wir sind schon religiöser Eiferer auch, ne? Mhm. Aber demütig muss ich mal schauen, wie das interpretiert. Demütig. Brischko verlangt nicht viel vom Leben. Mehr steht dazu nicht. Hm. Hier auch Tempelbesitztumsbaukosten nochmal reduziert. Als Tempel bauen wären für ihn super günstig, ne? Hm. Wer weiß, vielleicht kriegt er das irgendwann nochmal hin. Planung. Werde ich nachher mal gucken, was wir dafür brauchen. Lasst uns ein Fest ausrichten, um unsere reiche armenische Kultur zu feiern. Mhm. Würden da wie ein bisschen, ich sitze genau da vorne, würden wir ein bisschen Kulturakzeptanz verlieren. Könnten hier sagen, arrangiert ein Spektakel, um unsere größten Errungenschaften zu zeigen. Okay, oder wir sollten unsere Überlegenheit über andere Kulturen nicht zum Ausdruck bringen. Hm. Ich glaube, das wird dann, na, wie viel Armenien haben wir denn und wie viel Georgien? Ja, nur die eine Grafschaft dort, ne, haben wir. Die gar nicht war, die oberen hier. Okay, ist doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Hm, wie wird man denn mit sowas umgehen? Ich werde das, glaube ich, komplett auswürfeln, was er machen wird. Also, der W6, der liegt noch hier. Er wird geworfen und ich würfel eine 5 von 6. Das heißt, wir sagen, wir sollten unsere Überlegenheit über andere Kulturen nicht zum Ausdruck bringen. Ja, doch, das wird er schon tun, nur nicht vielleicht gegenüber der Georgier. Vielleicht sieht der Georgier selbst schon als armenisch irgendwie an. Wer weiß. Aufruf zum Krieg. Oh, gütiger Prinz Brikisho, ich bin Saba und ich bin weit gereist, um euch um Hilfe zu erbitten, ein großes Unrecht zu berichtigen. Die Frau vor mir verbeugt sich tief, bevor sie mit ihrem gut einstudierten Plädoyer fortfährt. Mein Gemahl Emir Rasul sitzt derzeit auf dem Thron von Yassidit, doch in Wahrheit stehen diese Ländereien rechtmäßig mir zu. Wenn ihr mir dabei helft, meinen Anspruch durchzusetzen, werde ich euch die Treue schwören und euch bis zum Ende meiner Tage dienen. Oh, das ist doch interessant. Und dieser Emir Rasul, mit dem haben wir einen Waffenstillstand und damit könnten wir ihn brechen. Der hat uns angegriffen, er ist gerade unfassbar schwach, hat natürlich zwei Bündnispartner, aber wir haben auch jemanden. Und damit könnten wir dieses Bündnis brechen und direkt sein Herzogtum und ja, uns einverleiben, wenn ich das richtig sehe. Das sind all diese Regionen hier. Das wäre doch eine tolle Sache. Da
Das ist doch ganz im Gedanken dieser Person. Sie ist 69 Jahre alt, kann sein, dass sie verstirbt seit, ne? Und ist einfach die Frau von ihm. Oh Gott. Na gut, aber hat diese Ansprüche einen fallen gelassenen Anspruch? Er ist auch schon sehr, sehr alt, aber oha, immer noch in Ordnung, ne? Sehr gebildet, weiser Mann, ne? Theologe, gesunder Körper, athletisch, Poet, interessanter Charakter. Aber ja, wir sind jetzt erwachsen, wir haben ihn gerade erst besiegt. War es ein schöner Tag, um in den Krieg zu ziehen. Ich würde sagen, das machen wir. Beginn einen Krieg und den Kriegsanspruch. Ich sehe nicht genau, um was es hier geht. Aber wir beginnen diesen Krieg, das machen wir. Und der innere Feind. Mein Cousin Graf Bagrat kann seine Wut kaum zurückhalten. Es muss etwas gegen diesen georgischen Außenseiter unternommen werden. Also wir sehen da durchaus interne Spannungen mit den Georgiern. Mehrere Leute, die jetzt schon fordern, dass wir ja, uns anders denen gegenüber verhalten. Er gestikuliert wild. Ich habe genug von Graf Koba und seinen lächerlichen Sitten. Oha, das ist unser Vormund. Pass auf, was du sagst. Sie zeigen kein bisschen Eigenantrieb oder Eigenverantwortlichkeit. Es ist an der Zeit, dass eure fremdländischen Untertanen die Sitten ihrer Höhergestellten annehmen. Oh je. Aber er redet hier ganz explizit eben über unseren guten Freund hier, Graf Koba, der uns großgezogen hat, ne? Mehr oder minder. Also, nee. Er ist georgisch. Ah, okay. Unser Adel muss armenisch sein. Es gibt viel, was man von anderen Traditionen lernen kann. Das finde ich gar nicht mehr schlecht, wie ich finde. Wenn man sich vielleicht den Georgien annähert. Ob armenisch oder nicht, Koba ist ein loyaler Vasall. Das finde ich sogar noch besser. Armenische Fürstentümer ist ein Land vieler Völker. Ich würde sagen, ob armenisch oder nicht, Koba ist ein loyaler Vasall. Das finde ich gut. Er wird dadurch auch unser Freund. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmigkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Schön. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wir gehen aus diesem Raum raus und jetzt möchte ich mal kurz schauen. Wir haben einen Waffenstillstand und einen Krieg mit ihm gleichzeitig. Finde ich schön. Und es geht ums gesamte Emirat. Oha! Es wird uns einverleibt, sollten wir diesen Krieg gewinnen. Und wir sehen auch, der Gegner hat bisher nicht viel zu bieten, hat aber, wie gesagt, Bündnisse. 500 Mann hier. Ist es ein internes Bündnis? Nee, wo sind die denn? Ach, da unten. Dass die da sind, ist das, der Krieg dreimal vorbei. Und mit Kalif al-Mutasch. Oh. Ah, das ist der Nachfolger des genannten Kalifen al-Mutasch. Auch ein historischer Charakter, unter dem das Abbasidenreich zumindest hier im Spiel auseinandergebrochen ist. Ne? In der vergangenen Folge habe ich das erwähnt. Und das ist der Sohnemann von ihm. Davor habe ich ihn hier. Al-Mutasch. Nun gut, dann werden wir gegen ihn in den Krieg ziehen. Aber er hat auch schon einen Krieg an der Hand, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, er hätte dann zwei. Das heißt, wird da nicht so viel helfen können. Wir hingegen werden jetzt ganz stolz, auch wenn wir gerade erst gegen ihn gewonnen haben, unsere Armeen ausheben und werden da wahrscheinlich nicht mal Verbündeten rufen, denn das brauchen wir gar nicht. So. Neues Kulturoberhaupt. Ah, da haben wir es. Wir sind nun das neue Kulturoberhaupt. Wir werden hier auch noch etwas machen. Wir könnten theoretisch mal überlegen, ob wir georgisch Mischkultur. Ah, man kann keine Mischkultur mit einer anderen bilden, mit der man eine Herkunft teilt. Okay, das ist natürlich ein Punkt, ne? Ah, vielleicht möchte man dann georgisch dann doch loswerden. Vielleicht ist dann durchaus eine konkurrierende Kultur. Das wird er sich im Hinterkopf behalten und wird dafür auch sorgen, dass hier durchaus, naja, Dinge verändert werden, was die Kulturen betreffen. So, denn wir werden uns diesen Krieg erst in der nächsten Folge angucken. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir halten es spannend. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.